und herzlich willkommen zurück bei... Was wurde da? Aha, ist tatsächlich hier so eine Heimwand. Die hat man aber auf der Karte wieder gesehen, deswegen ist mir nicht aufgefallen. Erinnert mich aber jetzt sehr an den Mahala Cave im Original. Ja, vielleicht wurde ja auch ein bisschen was übernommen. Wir sind, wie war ja gerade, wie ich gerade sagte, schon immer noch im Mahal Cave. Hab mal wieder vergessen, mir die Uhr zu stellen. Hole ich jetzt noch. Start. So, wir werden es dann, denke ich mal, diesen Part aber doch schaffen. Ja. Ich nehme heute schon den 8. Part am Stück auf. Für die Leute, die vielleicht sich gewundert haben, dass es am Anfang nicht so schnell vorwärts ging, da kann ich nur sagen, ich habe doch nur einen Part gemacht beim ersten Mal. Das ist ja nicht langsam. Ja. Und von der Ankündigung von Phantasy Star 1 bis zur Umsetzung überhaupt hat es natürlich gedauert, weil ich das Fanprojekt KKND2 noch gezockt habe. Ich muss sagen, 2000 müsst ihr das. Ich denke mal, dass ich sowas nicht nochmal machen werde in naher Zeit. Also mit Abstimmen, wo ihr sagen könnt, was wollt ihr sehen. Weil bei KKND2 war es ein ziemlicher Reinfall. Also am Anfang war... Also es war ja das Projekt, was die meisten Stimmen bekommen hat. Und deswegen habe ich es gespielt. So, und das. Ja. Und das waren auch anfangs immer so 30, 40 Zuschauer. Aber in den letzten Parts waren es dann immer nur noch 4 bis 7. Na gut, ich sag mal, bei 140 Folgen fast ist auch klar, dass die Leute dann irgendwann die Schnauze ein bisschen voll haben. Aber naja, ich sag mal, dann zocke ich lieber gleich auf was ich Bock habe. Und dann brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Mal sehen, ich habe irgendwie auf alles Mögliche immer gerade Bock. Vielleicht mache ich mal auch irgendwas weiter von den verschollenen Projekten. So, wirklich langsam. Haben wir noch irgendwelche Heilungs-Items? Ah, wir haben Monomate gefunden. Wir haben ja dieses Monofluid, fällt mir ein. Perfekt. Sowas. Müssen wir mal gucken, ob wir sowas kaufen können, wo so ein Monofluid. Die Mate haben wir auch noch. Halt 80. Jo. Auf da. Hast du noch? Du hast nix. Antidote, okay. Ich habe so viele Antidotes gekauft, das brauche ich die auch nicht. Naja. Magie nutzen, dann wird sie mal ein bisschen heilen. Sich selber und mir. Tja. Und dann war es das langsam mit Heilung. Hier gibt es nichts. Tja, so ist das, wenn die Steuerung versagt. Dann kommt man in den nächsten Kampf. Ja, langsam ziehen wir ja selbst den roten Schleimbolzen langsam mal ein bisschen was ab. Ich glaube, jetzt kann ich diese Strategie, die ich vorher schon ausüben wollte, dass ich die Schleime jede Runde nur einmal angreife, kann ich langsam durchmachen. Er müsste den zweiten Schleim eigentlich schaffen, ne? Ja. Okay, jetzt funktioniert das langsam. Nur das mit dem Laufen Ja, wir... Das ist nix. Wir müssen langsam mal mit dem Atlas hinterherkommen.
hier aus? Oh. Also die Kombination mit dem roten Schleim gefällt mir mal ja nicht so. Immer rauf auf die Katze. Meine arme Mio. Ja, ich denke mal, das wäre auch wirklich um einiges einfacher, wenn man sich jetzt hier genau auskennen würde. Aber ist egal. Ich werde jetzt auch nicht einmal blind spielen und danach nochmal Let's Playen unblind. Ja, vielleicht in ein paar Jahren. Monomate, na, können wir gleich auf den Kopf hauen. Perfekt. Also, das war dann wieder das Monomate im Prinzip, was wir gerade wieder verloren haben. So, Odin, ich erwarte jetzt, dass du zwei Reihen wegfeuerst. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Zwar nicht so, dass jetzt mir auch nochmal eine gekrallt kriegt, aber na gut. Schauen wir doch mal, dass wir Mio nochmal heilen. Und? Die Mate, oh cool. Kann ich wirklich gut gebrauchen. Was ich nicht gut gebrauchen kann, ist, wenn das hier noch eine Weile geht. Das tun wir uns jetzt mal nicht an. Drei rote Schleime ist mir wirklich keine Spur. Ich glaube, bei drei roten Schleimen werde ich jetzt wegrennen. Noch ein Dimate, perfekt. Ich guck schon nur noch auf die Karte. Na gut, zwei rote Schleimer, damit können wir uns anlegen. Ich hoffe bloß, wenn wir Noah finden, dass der auch wie die anderen mit demselben Level scheinbar einsteigt wie der Rest der Truppe. Greif doch mal lieber ein bisschen Odin an. Der verträgt das auch ein bisschen besser. Perfekt. Jetzt ist fraglich, also als wir zwei Leute hatten, hatten wir als Gegner immer maximal zwei. So, wo wir drei Leute haben, haben wir als Gegner immer... Ach, scheiße, das bin gerne eine Abkreuzung. Da wollte ich abbiegen, gucken. Nee. Als wir drei Leute bekommen haben, fing es an, dass wir gegen drei kämpfen können. Da ist nichts. Ist denn, wenn wir Noah haben, kommen denn vier Gegner gleichzeitig? Nein, nee, hier haben wir auch schon vier. Ach, ich Dovian. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Egal, einfach rauf. Ui. Level 21, perfekt. Da. Ja, die Kombination mag ich, die sind mir nicht so hart.
Obwohl ich sagen muss, Mio, die taugt hier irgendwie gar nichts bis jetzt. Die zieht die Hälfte ab von Alice, hält gar nichts aus und... Naja, aber dafür hat sie natürlich den Exit-Zauber, ne? Muss mal gucken auf dem Escape-Pipe, ob sowas hier auch gibt in der Erweiterung, dann vielleicht irgendwann. Auf jeden Fall fand ich auch nicht schlecht, 10 Magiepunkte zu restoren. Falls man mal doch vergessen hat, dass man den Exit-Zauber noch benötigt. Ja, das sieht so aus wie im Original hier, also der Verlauf ist so wirklich wie im Original Mahala Cave jetzt da. Und jetzt in der Mitte ist Noah, da wo er mal abgestürzt ist, wenn man die falsche ROM hatte. Oder lag es an den alten Emulatoren? Keine Ahnung. Perfekt. Also wenn es jetzt so ist, müsste jetzt hier Noah sein. Und hier wäre noch die Tür. Nix? Doch? Ja. Er sagt jetzt nicht, das ist eine Olle. Sag nicht, Noah schrägstrich Lutz ist eine Olle. In dem Teil. Who are you? I'm busy. You're Lutz? We are looking for you. Who are you? Are you Lutz? Ja, könnt ihr das jetzt mal beenden, das Hin und Her, die Frage? Isa, Lana, Mitsu, yes, call me Lutz. Okay, wir haben hier die Version, wo er Lutz heißt und nicht Noah. Können wir mit beiden leben. I'm Alice from Kaminet. I have a letter from the governor for you. The governor? And you? Odin, this is Mio. I'm not a cat, I'm a smart mask. Not now. Alice. Okay. I humor you. I cannot refuse the governor. We are all in this together, Grease Lords. Yes, Meow. We shall save Algor. Und war ja schnelle Überredungskunst. Thank you, Mr. Lutz. Ist doch ein Mister. Sieht trotzdem nicht. Naja, sehr junger, femininer Mr. Lutz. Just Lutz. I must ask. Yeah, yeah. We want a classic. Mir? Actually, it's about Mr. Dr. Loveno. From Gothic. Yes, we need a ship outside of Lessig's influence. Dr. Loveno can make one for us. But a spaceport? Lessig will close it if he learns of us. We'd be strained. We have to get a ship then. Where is Gothic? We can get there through the manhole at the Palman spaceport. Let's hurry. The plot thickens. Ja, ja. Hey, wir haben jetzt Lutz, ja? Also, ja, wir haben jetzt Lutz. Und Level 21. Bleibt also dabei. Die bleiben auf einem Niveau. Das ist schon mal eine Verbesserung zum Original. Och, der hat auch Exit. Hätte die Wurst hätte, dann hätte ich gar nicht so gespart mit den Magiepunkten. Auf jeden Fall will ich jetzt hier raus. Und bitte fly. Passio. Ach, da kann man sich auch noch aussuchen, ist ja geil. Oh, speichern. Wow. Also das war echt ein hartes Stück Arbeit. Gucken wir erstmal, ob es hier was gibt für Lutz. Okay, White Mantle ist gleich schon mal besser als das, was er hat. Und er hat scheinbar gar nichts, sonst wäre es nicht. Okay. Verkaufen. Wir haben ja definitiv hier gerade eine Waffe noch gefunden gehabt für Odin. Da können wir die Hitgun verkaufen. Und da können wir die Iron Axe jetzt auch mal verkaufen.
so eine Menge Antidot. Naja, ist egal, wir behalten die erstmal. Und holen uns auf jeden Fall mal wieder Atlas und den ganzen Krimskrams. Gibt's Flash? Flash, wenn ich das richtig lese, hat LS3 Flash. Dann brauchen wir keins kaufen. Also drei reichen mir definitiv. Ja, sie hat drei. Aber Atlasse brauchen wir. Die müssen wir denn aus der... So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach, Gothic haben wir gesagt, ne? Says, wanna train for? What do you mean? Meow, you can't ask that. But I heard Dr. Levine retired. He's a scientist in this field. We must find out. Is this too? I have a bad feeling something has happened to the doctor. Okay, wir müssen also Dr. Levine oder dazu müssen wir nach Palma zurück und durch den Gully. Dann könnten wir gleich gucken, ob es da noch irgendwas Cooles zum Anziehen für Lutz gibt. Jo, wir wollen nach Palma. Palma, Palma, Palma de... Ihr wisst schon. Ja, da wir jetzt der Gully, können wir denn da rein? Ist sogar hell. Hm. Super, okay. Wir haben heute Naula Key. Wir haben immer noch nicht den Schlüssel, womit wir im Osten das Cave können, wo im Normalfall für Mio die Waffe drin ist, der Iron Fang drin war. Wir gucken, ob es hier was gibt, was. Wir müssen ja eh einen Atlas hier holen. Davon will ich ein paar. Stocken wir wieder auf 5 auf, die gefallen mir, die Dinger. So. Gibt es hier was, was er tragen kann? Wahrscheinlich nicht. Ne. Wir durchwühlen trotzdem die anderen zwei Läden, die anderen drei Läden, die wir schon entdeckt haben. Ob Noah da vielleicht irgendwas tragen kann. Also hier noch, dann ein Skion und ein Epi. Ich sag mal, sicher ist sicher. Ist ja leider nicht wie im Original, also Gott sei Dank nicht wie im Original, dass es hier nur drei war. Aha. Ach. Was auch immer diese Gems machen, ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht haben die irgendwas mit den Kombos zu tun. Kaufen wir mal einen. Wir haben genug Geld. Firepower. Ja. Firepower. Was ist das jetzt? Die hat das Ding angelegt. Versteht es noch nicht ganz. Flame Gem. Combo, Flare. Ah. Es hat tatsächlich was mit Combo zu tun, scheinbar, ne? Oder war Flare als Combo noch. Legen wir mal ab nochmal. Legen wir den mal ab und gucken. Jetzt ist die Combo weg. Ah. Brauchen denn alle diesen Gem oder? Ich weiß es nicht, ey. Aber wir probieren das mal. Ich muss jetzt das mal heilen. Das hat sich hier gelohnt. So.
Jetzt schnell noch Skion und Epi und dann... Na, hier können wir die Kombo jetzt nicht testen. Das würde natürlich erklären, wofür man diese Gems braucht. Ja, ja. Ist ja schön, dass man sich die Kombos dann scheinbar nicht selbst ausdenken muss. Oh, hier gibt es wieder nichts für ihn. Dann gibt es in Epi bestimmt auch nichts. Oh. Ich erschrecke mich jedes Mal. So, wir gucken auch vorher noch, bevor ich den Part beende, in Epi. So eine Billigkämpfe sollte man abschalten können. Ich kenne die übrigens schon. Für euch sind jetzt neue. Ich habe die schon beim Sammeln mal getroffen. Als ich damals vor der Stadt hier die 1800 fürs Schild und fürs Schwert gesammelt habe. Hui, hui. Oh. Gleich nochmal. Rappi. Erinnert mich dann doch mehr so an Fantasy-Rollenspiele jetzt, ach Mono mal, als an Fantasy-Star, was ja immer mehr ein bisschen auf Realistik, naja, wird jetzt nicht mehr, wenn man sich so anguckt. Naja, egal. Ah, guck mal, kann doch was. VS-Bars, Futuristic, Ward. Mhm. Bringt die Verteidigung hoch und MGD, wo ich immer noch nicht weiß, was das ist. Cool. So, Leute. Ich werde jetzt hochlaufen zum... zum Gully. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann stehe ich schon am Gully und dann gehen wir direkt in den Gully rein. Bis zum nächsten Mal, euer Nobby.